Nein, da. Denk dran, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach Andrei, dem Waffenschmied, aber er fand mich zuerst. Wer ist da? Nicht bewegen! Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Nur ein gut gemeinter Rat. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Gesicht zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Lass den Quatsch. Bereit machen zur Inspektion. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Pipi leuchtet so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Du Freak! Ach, Hölle! Dann treten Sie doch dahin, wo es Ihnen am besten gefällt. Ganz schön schlapp. Kriegen Sie nicht genug zu essen? Der ist ein echter Komiker. Davon sieht man nicht viele. Dann probier mal das hier, du Knallkopf! Bust! Ruhe! Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken! Du bist verhaftet! Schon gut, schon gut! Ich komme auch so mit! Klaus! Schüsse! Ich bring ihn um! Los! Kommt dir nach! Scheiße! Ich bring ihn um!
Scheiße! Vorsichtig, ich bring ihn um! Hier! In dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Roten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Nur für autorisiertes Personal. Das heißt, jemand ist in die Station der Roten eingedrungen. Der Dienst ist alarmiert. Der Typ wird also keinen Tag dort überleben. Medipacks, Filter, Messer, alles, was man für die Reise durchgefährt, nehmen Sie sich ein paar. Sind immer nützlich. Abgemacht. Einverstanden. Einverstanden. Mehr habe ich nicht. Zerfetzt ihr Ziel in Stücke. Die ausgewogensten Messer. Wie Sie wollen. Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie an. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Der Zug fährt pünktlich ab und wartet. Ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv besser als Ihre. Ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv besser als Ihre. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Also Ihre Waffe ist bestimmt besser. Sehr schön. Ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv besser als wie auch immer. Sander, ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv besser als Ihre. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Sie haben genau die gleiche, wie auch immer. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Guter Deal. Medipacks, Filter, Medipacks, Filter. Soll das ein Scherz sein? Sie haben genau die gleiche. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe.
Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Sonderangebot. Soll das ein Scherz sein? Sie haben genau die alles, gleiche. Was man bei der Reise dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Wie Sie wollen. Sonderangebote, Rabatte, beste Verkauf und Ankauf. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Artyom. Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Andrei, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Okay, aufladen. Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Achtung! Das Militärpersonal wird Hallo, Sergei Sergejewitsch. Ich habe hier einen Jungen, der gerne kämpfen möchte. Ein wahrer Soldat für Ihre Sache. Wir suchen immer nach jungen Leuten, die unsere kommunistischen Ideale zu schätzen wissen. Nun gut, Junge. Du bekommst gleich Waffe und Uniform. Und jetzt auf den Zug mit dir! Achtung! Ideale? Zivilisten ist es nicht gestattet. Was die wirklich wollen, sind scharfe Ideen fortlaufen. Vorwärts, Marsch zum Fleisch. Ein Militärzug wird gefälscht durch Tieren oder durch Bestechung oder anderweitige Möglichkeiten zu besteigen, werden mit Haftstrafen wegen Verrats geahndet. Alle Mann die Plätze einnehmen! Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Moneten hier. Und du? Ich? Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle.
Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Auf uns zum blutigen, heiligen Kampf, zwinge die Feinde, Arbeit nach vorn. Genossen, Glückwunsch zur Ankunft an der Front. Ich weiß, dass Sie Ihr Mutterland stolz machen werden. Die Zukunft von Lenins Metro und die Zukunft der Menschheit liegt nun in Ihren Händen. Singen Sie mit mir. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die Stimme. Werden wir bezahlt oder was? Selbst Marx hätte nicht von Ideen allein überleben können. Lassen Sie das Gejammere. Nun ist Geld und wir zahlen im Voraus. Ein volles Magazin für jeden. Aber von ehrbaren Soldaten erwartet man, dass sie die Immun an den Feind austeilen. Das ist richtig, Genosse Kommissar. Die Partei lehrt, dass nur kommunistische Doktrinen den wahren Weg durch die Tunnels weisen. Nur im Namen Lenins können wir den Glanz der Metro und der Menschheit wiederherstellen. Und unter dem roten Banner der roten Linie können die Verstoßenen, die Leidenden und die Unglücklichen sich von ihren Knien erheben und vorwärts marschieren. Marxismus ist das sprichwörtliche Licht am Ende Kommissar des Tunnels. Was sagt die Partei zu den zweiköpfigen Mutanten in der Fili-Linie?